Hallo! Das haben wir jetzt irgendwie verkackt, oder? Ja. Okay. Also, willkommen zurück zu Pokémon Saphir Nuzlocke Challenge. Yeah. Nuzlocke Challenge. Und was haben. Zeig mir mal die Pokémon am Stand. Ich bin komplett wieder draußen. Okay, wir haben die Pikachu auf Level 9. Alter, richtig geil. Glurak, das war so ein. Jetzt überleg dir mal den Zufall. Aber wer hatte richtig geile Starter-Pokémon eigentlich? Ich meine, wir hatten Fritzeblitz, was eigentlich voll Hammer ist. Ja. Und was hatten wir noch? Ja, Fritzeblitz ist halt Elektro, ne? Das wäre eigentlich. Ja, okay. Also, übrigens, aber das gegen den Typ mit den Wumpeln werde ich nicht kämpfen. Wieso? Du hast jetzt Feuer. Mhm. Und er kommt mit der Aquawelle. Das ist egal, den wo du jetzt ansprichst, kann auch Aquawelle haben. dann fangen wir Feuerrot Nuzlocke an. Oder ja, Blattgrün. Haben wir doch schon. Nee. Blattgrün, wenn dann. Nee, wieso Feuerrot? Das war Rubin. Stimmt. Lepumentos? Scheiße. Fuck. Alter, was? Oh, fuck. Ich kenne das Viech, das ist richtig heftig. Ja, mach Matschbombe. Pikachu! Schlecht. Das ist sehr effektiv. Biotsch. Ha! Deine Intensität stimmt. Nee, Intelligenz. Du bist voll behindert. Gut. Lepumentos wurde vom Rückstoß getroffen. Biotsch. Welsgrab. Ich find's geil, dass Pikachu so schnell ist. Ja komm, jetzt macht man einen Volltreffer. Nein. Oh Kacke. Eis gegen Feuer. Ey Alter, lass den Scheiß. Und er ist noch 14 Mal getroffen, so. Ma. Ma. Jetzt trifft verdammt der Hacke. Wer ist jetzt Hypertrank? Ma. Ma. Alter, wir müssen aufpassen, gell, wenn uns Pikachu drauf geht. Wir sagen noch 15 Minuten, gell? Ja, ich hab Timer gestellt. Na gut. Yeah, Level 10. Spieler besiegt, Teenager Mia. Hammer geil. Mia, gell, vor allem. Wir haben auch random Namen drin, also deswegen jetzt auch Mia. Das könnte für einige Verwechslung sorgen. Soll ich jetzt gegen den Typ mit dem vermutlichen Wumpel kämpfen? Ja, ist Wumpel, aber wir wissen ja nicht, was das kann. Ich hab Angst. Ich will das nicht. Komm, wir fangen erstmal Pokémon auf der Route. Stimmt, das nehmen wir auch nochmal. Und dann gehe ich zurück ins Pokémon Center, heil das, weil dann haben wir so Backup. Ja, genau. Boah, jetzt so mega so. Die Alga. Xerox! I love it! Richtig oh gut. Ja! Okay, wir dürfen das Viech jetzt auf keinen Fall töten, eine Idee. Wie wär's mit Konfusion? Alter Scheiße, wir sind 7 Level drüber. Warte mal, ich probier's einfach mal mit dem Ball. Ja. Guck mal los! Go! Baum! Go, Power Rangers! Also, dann musst du es sehen. Nein. Attacke gefunden. Ha! Zerstört so gut. Komm, ich probiere es nochmal und dann greife ich an. Ja, und dann in der nächsten Stadt gibt es ja Pokébälle. Ja, also nee, ich kann ja auch wieder zurücklaufen. So. Da gibt's keine. Doch, das ist ein Laden. Ja, aber da gibt's keine Pokébälle. Okay, ich muss das Viech. Alter, das Viech ist übelst geil, ich will das haben. Jo. Okay, mit was könnte ich es angreifen? Konfusion. Echt? Glaube ich, ja. Aber das ist eine gute Spezialverteidigung. Ich weiß es nicht. Ja, komm, risk this stupid shit. Überleb. Wir sind Level höher. Fuck. Xerox, nein. Okay, das ist übel. Na, schön für dich, Pikachu. Da bist du also nur wenn wir jetzt auf den wieder treffen würden, dürften wir ihn auch fangen. Ich hoffe, echt? Dass ihr das versteht. Wie wir das meinen. Okay. Ja, komm, legen wir uns mal mit dem Wumpel-Typen an. Ja. Ich hab Angst vor dem. Aquawelle. Ja. So ein Behinderter.
Ein Wampel mit Aquarelle. Oh, nee, das gibt's nicht mehr. Eben, sind ja komplett andere. Ja, stimmt. Zum Glück. Ha, das hast du dir jetzt so gedacht. Was? Guck, wenn es zum Beispiel regnen würde, dann würde Formeo zum Wasser-Pokémon werden. Mhm. Aber da halt nichts passiert, ist halt Formeo. Ist ja richtig gut. Pikachu setzt Konfusion ein. Ein Glurak, das Pikachu heißt, das Konfusion beherrscht. Was? Okay. Alter, wenn wir so weitermachen, können wir gar nichts mehr fangen mit Pikachu. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, es ist auch ein Wasserpumpe. Pass auf, jetzt kommt gleich Hydropumpe. Deoxys. Nein, in Wirklichkeit hat er drei Pokémon und das ist ein... Scheiße, wie heißt das Viech? Kennst du dieses Fuchs-Pokémon aus der neuen Edition? Nee. Guck, das ist auch so halb legendär und wenn du das hast und halt aufs Spielfeld wirfst, dann nimmt es die Form von dem Pokémon an, was an letzter Stelle in deinem Pokémon-Team ist. Okay. Dann sieht es aus und erst wenn es Schaden bekommt, verwandelt es sich. Ein krass. Ich wollte das krass korrekte Viech. Ja, ich schwör, was ist? Was ist? Blepomentos! Alter, was für geile Viecher hier kommen. Ja, das ist doch so mit dem Randomizer. Das ist hässlich, weil wir es die ganze Zeit verkacke. Hey du, soll ich gegen den kämpfen? Käsig. Ja, okay, mach einfach. Oh, vielleicht ist es auch unser aus. Ja, nimm Sinnelbeeren, dann können wir es vielleicht zwischendurch mal heilen. Unser Po. Hey du, was kommt da mit Garados? Capoeira. Ach du Kennt Kacke. Das ist Elektro, oder? Nee, das ist Kampf. Echt? Mhm. Was würdest du sagen? Oh mein Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Konfusion ist immer gut. Ist eine Spezialattacke. Oh ja. Ich sehe es noch nicht. Nein. Pikachu halt 147. Alter, das ist scheiße. Unser Pikachu wird jetzt immer overpowerer. Das sieht komisch aus. Smogmog. Sieht das normal nicht anders aus? Ja, in der neueren Version sieht es anders aus. Fokus, oder? Mhm. Ja. Ich tue das Viech mal mit Felskopf ficken. Tuck. Intelligenz von Smogmog sinkt. Seit wann hat das Viech Intelligenz? Warum tot? Also, was wird eigentlich passieren, wenn man so ein Messer in die Köpfe von einem Pokémon steckt? K.O. Was denkst du dir aus, Mann? Das ist keine neue Route, oder? Nee. Warte. Nee, ich hab gedacht wegen dem Schild, was? Lalalala, hey du! Alter, wie viele von den Viechern hier rumgammeln? Hey du! Ja, komm! Was ist... Oh Gott! Die Aquarelle Waffe. Was ist gegen der Angst vor dem Viech. Komm, Konfusion. Oh Gott sei Dank, es ist tot. Pikachu! Pika. Oh Gott, ein Samurzel. Ich finde es nicht geil. Holzgrab. Den Orden müssten wir eigentlich schaffen. Das ist nicht sehr effektiv. Ich hätte was anderes nehmen sollen. Nein, ach fuck. Okay Leute, ich hab's. Ah ne, hat gereicht. Ich hab nichts gesagt. Das war so geplant übrigens. Das war die Folge, nein. Spaß. Alter, Level 13. Hey. Duplexi, das ist geil. Weiß ich nicht. Guck mal, was kann. Trifft Gegner 2 bis 5 mal hintereinander. Stärke 15, Genauigkeit 100. Sandgrab, 2 bis 5 in Sandhose. Das weiß ich nicht. Das ist besser. Ja, irgendwas, was unnötig ist. Ja, wir haben nichts, was unnötig ist. Das ist... Ja, gut. Ich dachte, du hast gerade Konfusion verlernt. Nein. Das wäre ein bisschen behindert gewesen. Ja, aber ich glaube, jedes Pokémon kann ja eh alles lernen. Oh, Blütenburg sieht die ja doch. Wenn ich mich nicht irre. Wir hätten Wampel Aquawelle lernen sollen. Ach,
gehen wir mal Pokebälle kaufen. Wir haben einen Zuschauer in Pokémon bekommen, gell? Nein, haben wir nicht. Doch, einen. Ja, nee. Doch, der hat Pokémon geguckt. Falls du das bist. Ich sag jetzt nicht deinen Namen, aber du fängst mit J an. Dich. J an und mit und Nachname R, gell? Florian und will ein Kind von dir. Genau, Florian will ein Kind von dir, nein. Doch. nee, und zwar, sollen wir so Level-Aktionen machen, das heißt, dass wir eigenständig leveln und euch dabei nicht so gucken lassen. Wir sind eh schon über overpowered. Es soll schon schnell mit unserem hässlichen Vater reden. Man muss sowieso hey, noch. Hey, du bist vielleicht ein Anfänger unter den. Fick dich. Nein, wir sind keine Anfänger. Hässlinger. Ich weiß, wo die scheiß Arena ist. Ich komm von hinten, von Daddy. Hinten. Na, wenn das nicht Baum ist. Dann haben wir also den Umzug beendet. Ja, du hast ja nicht geholfen, du faule Sau. Faule Sau. Schau mal, der hat voll die schöne Einrichtung in der Arena. So mit allem. Du musst Fragen beantworten, gell? Ich bin überrascht, dass du ganz alleine was für Fragen. Ah, du hast ein kleines Pokémon. Vor allem Baum und hat ein Feuer-Pokémon, gell? Das nennt man Ironie. So. Wir sparen uns das Tutorial. Ja. Ich glaube, wenn ihr nicht wisst, wie also geht, und übrigens unser Vater glaubt, dass wir voll scheiße sind und deswegen nicht gegen ihn bestehen können. Deswegen sollen wir erstmal vier andere Orden sammeln oder fünf. Ne, vier waren's. Er ist der fünfte. Erst wenn du stärker geworden bist, Baum. Seht ihr? Der Baum. Hallo, ich bin Baum. Wollen wir Freunde sein? Baum, stell dich doch mal vor. Hallo, ich bin Baum. Hier gab's nichts, oder? In der Klasse. Baum ist neu in unserer Schule. In der Baumschule. Stell dich doch mal vor, Baum. In der Baumschule. Hallo, ich bin jetzt auf die Baumschule gewechselt. Ey, hier darf ich Viecher fangen, oder? Warte mal. Ja, das ist die neue Route. Okay. Oh, ich bin so nervös. Ja, doch. Klar. Ja, hast du schon Pokébälle eingeguckt? Lüdenburg City? Hast du schon... Ja, ich hab Pokébälle. Gut. Also, jetzt hier darfst du neue fangen, ja? Ich bin so aufgeregt. Kommt Carpador, ohne Witz dann. Der... Okay. Also wir dürfen Latios auf dieser Route fangen. Das ist... So, was machen wir? Oh Gott. Wir müssen den jetzt oh mit Gott, einem... ich hab Angst. Ich will das nicht tun. Nein, du darfst nicht töten, du musst direkt fangen. Wegen die Dinger sind ja so, flüchten ja direkt. Mit dem Pokéball wird ihn verarscht. Hat echt gut funktioniert. So, jetzt geht aber. Nein. Tot. Alter, wir können den nicht. Wir können den nicht. Warte mal. Latios, hat es eine gute Spezialverteidigung? Latios, google mal. Okay, ich hab Angst. Nee, warte, wir nehmen Ding. Sandgrab. Latios. Das ist das, wo immer mal wieder Schade macht. Warte, Latios, Spezial? Ja. Spezialabwehr, oder? Mhm. Schau, ob die höher ist, wie die physische oder niedriger. Oh Gott, wenn ich jetzt wüsste, ob Felsgrab eine physische Attacke. Alter, komm, wir probieren es mit Sandgrab, weil ich das macht doch immer nur so ein bisschen Schaden. Warte. Ich mach jetzt Sandgrab. Sicho. Ich hab Angst, sag mir, was ich tun soll. Leute, wir sind jetzt in einer bisschen verzwickten Situation, weil das steht Viech... nichts im Poker-Wiki, steht nichts drüber, glaube ich. Weil das Viech ist super geil. Ich mache jetzt einfach mal Sandgrab und bete. Bete zu aller Jesus und SpongeBob und Buddha gleichzeitig. Ab. Bodenattacke wäre da ab. Okay. Ja, absorbier weiter. Okay, dann benutze ich jetzt einfach mal Konfusion. Ja, wird sterben. Gestorben? Ja. Hoppy Gancho. Der fette Hurensohn. Wenn wir jetzt wieder Latios sehen, gell, dann dürfen wir ihn fangen. Das ist euch bewusst. Dürfen wir den jetzt fangen? Ja. Echt jetzt? Ja, ist so. Warum? Auf einer Route, wenn man
dort noch kein Pokémon gefangen hat und es dasselbe ist, mhm, wie man es am Anfang gesehen hat, darf man es fangen. Wo steht die Regel? Die ist mir das neu. Das haben wir uns doch dazu... Nee. Nur wenn wir ein Pokémon schon haben. Oder? Nee, also ich dachte das so. Am Anfang. Ja, ich bin voll überzeugt davon. Pokémon! Wenn was verkacke, egal. Fuck! Halt die Fresse, Timer. Das muss Latios fangen. Okay, Kampf. Matschbombe vielleicht? Vielleicht ist gut, keine Ahnung. Vielleicht ist er noch vergiftet noch. Mann! Also ich würde sagen, mit Latios, das können wir vergessen. Nein! Aber jetzt will ich wissen, ob das nochmal kommt. Naja, das ist weil dann ist es... What the fuck? Weilord, ja. An Land am... vor allem. Ja, es kommt auch vor, dass Karpadorn so kommt. Okay, Leute. Das tut mir jetzt ehrlich gesagt im Herzen weh, dass man es nicht gefangen hat. Ja, wenn wir es nochmal sehen, dann können wir es... Nee, nur auf einer anderen Route. Nein! Doch! Ja, aber doch kein Scheiß! Das ist doch unsere zu... Also... So, ich habe das, glaube ich, im ersten Part gesagt. Okay, wir hören jetzt einfach auf Jonas, er ist der Operator. Nee, hier ist eine neue Route, gell? Ja, ich weiß. Ich habe Angst vor den Käfertypen, die Aquawelle können. Hey, Papaheiler! Pokerheiler! Paraheiler! Achtung, der häslige Mensch! Das dürfen wir jetzt fangen. Das Winter, das hier ist einfach mal mit dem Pokéball. Ja, das wird sowieso nicht hier. Betten? War aber, soll ich unseren letzten Pokéball verschwenden? Weiß nicht. Entscheid du. Ich greif erstmal an, glaube ich. Könnte ich nehmen, komm, Matschbombe. Sandgrab. We have a choice, bitch. Okay, komm, Pokéball. We have a choice. Ah. Okay. Ich habe keine Pokébälle mehr. GG. Cheaten. Also, ich glaube, wir machen eine, warte. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Scheiße, ich bin zu weit. Leute, der Typ will, dass wir gegen den Idioten kämpfen, weil er sein Kapils geklaut hat. Also werden wir jetzt diesen Idioten von dem Aqua schnell besiegen und dann ist Folgenende, würde ich sagen. Gen. Der hat einen Togetic. Togetic. Die Weiterentwicklung ist voll geil. Ja, die ist geil. Konfusion. So, das ging relativ schnell. Und ich glaube, wir machen danach noch einen Level ohne euch, oder? Level, Alter, wir sind jetzt schon Level. Nein, Level, weißt du, Level ohne die. Ja, ich denke schon, aber wir sind so schon overpowered genug. Ja, okay, machen wir einfach noch ein kleines Level Teil. Da. Ihr werdet sehen, dass im nächsten Part dann Level höher ist. Oder ein paar Level höher ist. Ja, es entwickelt sich gar nicht weiter, weil es ein Blu-ray ist. ist ja geil, dass es weiterentwickeln wird. Nee, trotzdem. Ja, weil Alter, wenn es uns im Training drauf geht, sind wir geschissen. Ja, egal. Auf jeden Fall würde ich jetzt tschüss sagen, ne? Ja, ciao. Ciao. Wartet kurz, gleich ciao. Jetzt ciao. Also, wie immer, über Kommentare freuen wir uns und so. Genau. Sag tschüss. Tschüss. Ciao.